Was geht YouTube? Wie versprochen melde ich mich mit einem neuen Video zurück und wie immer freut es mich sehr, dass du wieder mit von der Partie bist. Natürlich ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuschauer, die jetzt in letzter Zeit auch frisch dazugekommen sind. Seid herzlich willkommen. Es freut mich, dass ihr jetzt auch mit bei The Gentleman's Club dabei seid. Ich hoffe, der Content sagt euch hier zu. Und heute soll es mal wieder so ums Thema Schuhwerk gehen, ums Thema Sneaker und Schuhwerk gehen, aber nicht um irgendwelches Schuhwerk, sondern wir wollen uns heute mal günstige Markenschuhe angucken, denn viele kaufen ja ganz gerne Schuhe von beliebten Marken wie Adidas, Nike oder Timberland und Co. Aber sagen sich, hey, dieses Paar, das gefällt mir zwar, aber ich möchte einfach nicht so viel Geld ausgeben. Gibt es denn nicht auch so günstige Alternativen von Marken? Und da möchte ich dir heute mal so einen kleinen Tipp von mir geben, an was ich mich da immer so halte, um günstige Schuhe abzugreifen von Marken. Hoffe natürlich, dass da das ein oder andere für dich dabei ist. Und was ich da jetzt in dieser Zeit immer mache, ist, dass ich mir ein Modell von einer bestimmten Marke aussuche. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel zum Beispiel dieses beliebte Modell von Nike, diese Air Force One in der hohen Edition mit Variante. Wird sicher der ein oder andere kennen. Dieses Modell ist sehr, sehr, sehr beliebt. Das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Modell von Nike. Diese ganze Air Force-Reihe ist sehr, sehr erfolgreich, wird der ein oder andere sicher schon gehört haben. Und da kann man sich dann immer so bei anderen Marken dann eben umschauen. Wenn du dir jetzt sagst, hey, dieses Modell in der Form gefällt mir sehr von Nike, diese hohe Air Force Modelle, aber ich möchte da einfach nicht so viel Geld ausgeben. Und da kann man sich dann immer bei anderen Marken zum Beispiel umschauen, nicht bei irgendwelchen Marken, sondern zum Beispiel jetzt in diesem Fall bei Puma oder eben bei Adidas. Denn was andere Marken ganz gerne machen, das habe ich jetzt auch öfters schon bemerkt, wenn es ein sehr erfolgreiches Modell eben gibt, machen es dann so erfolgreiche Marken ganz gerne, dass sie so dieses Modell so ein bisschen kopieren und dann eben günstiger anbieten. Das habe ich jetzt eben gemerkt. Und wenn du dir jetzt mal hier diesen Nike Air Force One eben in der hohen Variante anschaust und jetzt schau dir einfach mal diesen Puma-Schuh in der selben Variante an, dann kannst du hier schon mal ja davon ausgehen, was hier so ein bisschen kopiert werden sollte, was hier so ein bisschen ja Ähnlichkeiten sind. Wenn man sich den Klettverschluss mal ein bisschen anguckt, wenn man sich so die Form des Schuhs anguckt, dann weiß man schon so in etwa, was hier ja so der Plan war, will ich jetzt schon fast meinen. Das gleiche gilt zum Beispiel für teure Boots. Wenn du dir sagst, hey, Timberland für den Winter, mega nice. Ich liebe diese Schuhe, ich liebe diese verschiedenen Farben von Timberland, ich liebe diesen Stoff von Timberland, einfach so diese Form der Schuhe. Und da gibt es natürlich dasselbe, wo eben auch Marken mit einer super Qualität diese Schuhe so ein bisschen kopiert haben. Ich denke, die Marke Dockers wird jeder kennen. Das ist auch eine eben sehr hochqualitative Marke. Und Dockers macht eben die Schuhe wirklich ähnlich, so wie Timberland. Also wenn du eben von außen eben dann da drauf guckst, dann merkst du eben oftmals gar nicht, von welcher Marke das ist. Ist es jetzt von Dockers oder von Timberland? Aber der Preisunterschied ist hier einfach eben auch nochmal wirklich ja was Essentielles, wo man sehr viel sparen kann. Zum Beispiel ist das auch bei diesem Huarache-Modell von Nike. Das habe ich jetzt auch in dieser Variante von dieser Firma eben gefunden. Ist eben auch sowas Typisches, wo man sich eben gedacht hat, hey, dieses Modell von der Firma ist sehr erfolgreich. Das bieten wir jetzt einfach in unserer Marke eben nochmal ein bisschen günstiger an. Und somit haben wir dann eben ja so eine Alternative, wo wir dann sagen können, hey, das ist ja schon so von der Machart, das Modell sieht gleich aus, von außen sieht es ja keiner, welche Marke das ist. Das hole ich mir jetzt einfach mal von der anderen Marke, habe dann eben so ein wirklich ähnliches, fast gleiches Modell, aber habe hier eben enorm viel Geld gespart. Ist eben eine ganz coole Methode. Und das gleiche gilt auch zum Beispiel für diese New Balance Sneaker, die ich jetzt hier eben von ASICS eben auch gefunden habe. Ist eben auch wieder sowas, wo man sich eben so einer bekannten Marke so ein bisschen annähern möchte, aber eben einfach eine günstige Variante eben davon anbieten möchte. Hier eben auch für alle Leute, die sich sagen, hey, ich bin eher so hier bei New Balance, ich finde diese Modelle sehr schön, ich finde so diese Form von den Schuhen sehr schön, aber ich suche da vielleicht eher was, was so ein bisschen so dem Modell nahe kommt, aber was jetzt eben nicht ganz so teuer ist. Aber natürlich auch umgekehrt ist es oftmals der Fall, also dass zum Beispiel eine andere Marke, wie zum Beispiel Adidas oder Puma, eben auch einen sehr erfolgreichen Schuh auf den Markt bringt, weil dieser Schuh dann sehr erfolgreich ist, ist er dann natürlich auch ein bisschen teurer. Und da denkt sich zum Beispiel Nike, hey, diesen Schuh, der ist sehr erfolgreich, wir machen einen ähnlichen, der so von der Form so ein bisschen gleich ist und bieten den einfach ein bisschen günstiger an. Deswegen ist hier der Tipp des Videos, wenn wirklich so ein Schuh eben gerade gehypt ist und du siehst, dass der gehypt ist und du dir sagst, hey,
ich muss jetzt nicht unbedingt genau diese Marke da draufstehen haben, sondern mir reicht es, wenn von außen einfach so diese Machart und diese Form des Schuhs gut erkennbar ist, dann guck dich so bei dieser Passform vom Schuh bei anderen Marken um. Das kannst du ganz einfach machen, indem du einfach den Namen vom Schuh im Internet eingibst und einfach andere Marken so eingibst. Das checkt das Internet auf jeden Fall. Da findest du auf jeden Fall auch andere Schuhe. Habe ich jetzt eben bei vielen sehr beliebten Modellen, bei beliebten Sneakern, bei beliebten Boots immer wieder eben gehabt, dass eben verschiedene Marken so einen ähnlichen Schuh von der Variante haben, einfach weil sie sich so gegenseitig so ein bisschen kopiert haben. Guck dich da auf jeden Fall mal um, wenn du jetzt eben im Winter Schuhe kaufen möchtest, egal ob du die Boots kaufst, egal ob du die hohe Sneaker kaufst. Habt ihr ja gerade gesagt, gerade bei diesen Air Force Modellen, die so hoch sind für den Winter geeignet sind, da gibt es so viele Marken, die das so ähnlich ein bisschen kopiert haben und ein bisschen ja günstiger sind. Schau dich da auf jeden Fall immer bei allen Marken um. Ich hoffe, das eine oder andere war jetzt hier im Video für dich dabei. Also dieser grundlegende Tipp konnte dir so ein bisschen weiterhelfen. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Das wird dann der Donnerstag um dieselbe Uhrzeit sein. Ich hoffe, du bleibst gesund. Bis dahin ist eine miese Zeit momentan. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn dir der Typ vor der Kamera in irgendeiner Weise sympathisch ist, freut es mich, wenn du dem Kanal ein Abo dalässt. Wir sehen uns. Ciao.